Der Tod von George Floyd in den USA reißt in Frankreich alte Wunden auf. Tausende Franzosen gehen auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Sie fordern Klarheit über das Schicksal eines jungen schwarzen Mannes, der 2016 in Polizeigewahrsam ums Leben kam. Adama Traoré war gestorben, nachdem er bei einem gegen seinen Bruder gerichteten Polizeieinsatz festgenommen worden war. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Traoré soll vor seinem Tod wie George Floyd von Polizisten zu Boden gedrückt worden sein. Was heute in den USA passiert, findet auch in Frankreich Widerhall. Was in den USA passiert, bringt auch die Vorgänge in Frankreich wieder ans Licht. Trotz eines Demonstrationsverbots wegen der Corona-Pandemie gehen in Paris und anderen französischen Städten insgesamt mehr als 20.000 Menschen auf die Straße. In Paris kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehrere Menschen werden festgenommen.